China, die Kapitalmarktzinsen, die zwischenzeitlich deutlich weiter gestiegen sind heute, und heiße Daten aus der US-Konjunktur, aus der US-Wirtschaft, nämlich die US-Einzelhandelsumsätze. Das hat heute das Geschehen an den Märkten geprägt. Die Wall Street moderat rot heute, die Indizes also negativ nach der gestrigen Erholung. Aber heute, wie gestern, fallen die allermeisten Aktien. Obwohl wir also gestern bei den Indizes im Plus waren, vor allem beim Nasdaq, sind die meisten Aktien auch gestern schon gefallen. Heute setzt sich dieses Bild fort. Dazu gleich mehr. Und man muss schon die Frage stellen, naja, warum steigen die Aktienmärkte nicht, wenn China die Zinsen senkt? Normal findet man das ja ganz schick, wenn sozusagen die Geldpolitik gelockert wird. Aber es hilft alles nichts, weil auf der anderen Seite Daten aus den USA die Aussicht immer stärker verringern, dass die Fed absehbar die Zinsen senken kann. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. So die Headline heute Morgen. European Stocks, und der DAX ist auch relativ schwach heute, Drop on Inflation und the China Concerns. China Concerns, klar, mit dieser stärksten Zinssenkung seit dem Jahr 2020 durch die People's Bank of China nach miserablen Konjunkturdaten, die alle die Erwartungen verfehlt haben. Aber dann heute Morgen auch wichtig, die Löhne in dem Vereinigten Königreich, also in Großbritannien, 7,8% gestiegen. Und 8,2% gestiegen, jeweils deutlich höher als erwartet. Das hat die Rate Expectations in UK nach oben gebracht, also die Erwartung, dass die Bank of England die Zinsen noch weiter anheben muss. Das wiederum hat dann die globalen Renditen wieder nach oben gebracht. Das war sozusagen das Setup heute Morgen. Und wenn wir uns nochmal China zuwenden, sehen wir dieses eklatante Auseinanderdriften zwischen den Wirtschaften der USA aktuell, zumindest so wie es scheint, und dem, was in China der Fall ist, sichtbar im China Economic Surprise Index oder im Vergleich zwischen den Economic Surprise Indizes. Johanna Chua von Citigroup sagt, also China ist sozusagen auf dem Weg zu einer Japanification, also praktisch kaum Wachstum mehr. Da ist wenig Möglichkeiten, die man jetzt hat. Future Growth Prospects may be decelerating more sharply. Also wenn da keine Strukturreformen kommen, dann wird das Wachstum in China nicht wirklich auf die Beine kommen. Und Strukturreformen würde bedeuten eine Abkehr der Politik, die derzeit Xi Jinping betreibt, der ja vor allem Kontrolle will, der vor allem die Staatsfirmen, den Staatssektor pusht, um eben diese Kontrolle vollständig zu halten. Das wird so nicht funktionieren. Dementsprechend sehen wir schon die ersten Auswirkungen einer verfehlten Wirtschaftspolitik. Und was tust du, wenn du Probleme hast, wenn deine Wirtschaft nicht läuft, du aber als Machtlegitimation den permanenten Wohlstandsgewinn deiner Bevölkerung hast, die dafür aber den Mund halten soll politisch, die dafür keine Meinungsfreiheit hat, dann führst du möglicherweise Krieg. So wie Newsweek heute schreibt, hier hat ja Xi Jinping Chinas Rocket Force, also die Raketenstreitkräfte, die Führung derselben ausgetauscht. Das ist ein sehr merkwürdiges Signal. Ist auch nicht heute passiert, sondern schon vor einigen Tagen. Aber das könnte sozusagen so ein Signal sein, dass man sich darauf vorbereitet. Wäre natürlich für alle eine totale Katastrophe, für uns, für die USA und natürlich für China und für Taiwan. Das wäre mit Abstand der absolute Worst Case. Wir wollen hoffen, dass es nicht passiert. Wir wollen auch hoffen, dass das nicht passiert, was im August 2015 passiert ist, also vor ziemlich genau 8 Jahren. Damals hat China in einem überraschenden Schritt den Yuan deutlich abgewertet, und wir sehen, der Yuan ist unter Druck auch heute. Wir sind bei 7,31. Es geht also bergab mit der chinesischen Währung. Klar, wenn du Zinsen senkst, wenn deine Wirtschaft schwach ist, dann hast du ein Problem, und das ist natürlich auch ein Problem für die Machthaber in Peking, denn es ist ein Gesichtsverlust. Chinesen versuchen dann, Geld irgendwie rauszutransferieren, um von dieser Abwertung nicht zu stark betroffen zu sein. Also das muss man im Auge haben, ob da etwas kommt. Wir haben schon gesehen, dass der Offshore-Markt, der weniger an dem Band der Notenbank in China hängt, dass der schon deutlich stärker den Yuan abwertet als der sogenannte Onshore-Yuan. Aber sei es drum, das war China. Dann kamen heute 14:30 die deutlich besseren US-Einzelhandelsumsätze. Da wird eine Rolle gespielt haben, wie ein Analysehaus hier sagt. Amazon
Da sind sehr, sehr stark, wurde über Amazon gekauft. Wir sehen Retail Sales plus 0,7 statt 0,4 erwartet. Die Bank of America hatte schon anhand von Kreditkarten, die man ja selber draußen hat, gezeigt, ja, das dürfte besser werden als erwartet. Aber ex-Auto 1,0%, ex-Auto und Gas, also ohne Auto und Benzin auch 1,0%. Also die Abweichung ohne diesen ganzen Auto- und Benzinsektor war noch viel höher als ohnehin schon. Und die Control Group, das ist das, was ins BIP dann direkt einfließt, mit 1,0 statt der 0,5 auch deutlich höher, mit der Folge unten, was Sie hier sehen, erstmal der Atlanta Fed GDP Now Tracker, also praktisch so eine Art Realtime-BIP-Instrument, das zeigt, ja, wie dürfte das BIP ausfallen, ist jetzt bei 5,03% massiv nach oben gegangen. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, und das ist die Kehrseite eben einer Medaille, dass jetzt die Zinserwartungen wieder gestiegen sind. Erstens, wir haben immerhin eine Chance von 40% jetzt, dass die Zinsen etwa bis November oder Dezember nochmal angehoben werden. Es gibt sogar eine 4,2% Chance, dass bis November die Zinsen zweimal steigen, laut Fed Fund Futures. Also das zieht natürlich diese Hoffnung in der Wall Street, dass bald die Zinsen wieder sinken, erstmal in eine weite Ferne und stützt zunächst einmal das Narrativ eines Soft Landings, wie hier die Umfrage der Bank of America zeigt. Soft Landing ist das Hauptmotiv, nur wenige erwarten ein Hard Landing, viele 9% oder eine steigende Zahl jetzt im August erwartet sogar ein No Landing, also gar keine Abschwächung der Wirtschaft. Unten sehen wir übrigens, dass aber auf der anderen Seite die Firmen deutlich weniger eigene Aktien zurückkaufen, also Buybacks machen als zuletzt. Naja, vielleicht, weil eben Kapital jetzt was kostet. Sei es drum, also man ist sehr, sehr optimistisch. Ist das berechtigt? Das wird sich zeigen. Jedenfalls hatte das auch Auswirkungen dann auf die Kapitalmarktzinsen. Also hier zum Beispiel die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, die punktgenau auf 4,25% gestiegen ist, ein Widerstandsniveau. Auch Renditen kann man charttechnisch behandeln, Wells Fargo hat dann gesagt, okay, wir erwarten jetzt doch nochmal mindestens eine Zinsanhebung. Das sind eben so diese Dinge, die dann auch die Renditen nach oben treiben. Von dieser 4,25% Marke sind die Renditen dann wieder zurückgeprallt, eben von einem Widerstand abgeprallt. Heißt aber nicht, dass dieser Widerstand dann bald in einem weiteren Anlauf dann vielleicht überwunden wird. Und damit würde Geld eben teurer, was für die Aktienmärkte durchaus ein Gegenwind ist. Asset Manager übrigens, die sind jetzt so long in US-Staatsanleihen, die rechnen also mit fallenden Renditen. Ja, auch teilweise mit gutem Grund, denn also die rechnen mit fallenden Renditen und steigenden Anleihekursen, denn es ist ja so, erstens, das Potenzial für eine Rezession ist aus meiner Sicht durchaus da, erster Punkt. Zweiter Punkt, es ist natürlich so, dass Anleihen derzeit im Vergleich zu Aktien deutlich günstiger sind, vor allem im Vergleich zu den großen US-Tech-Aktien. Oder kommt es so, wie BlackRock sagt, wir werden eine Art Full Employment Stagnation erleben, also praktisch eine Vollbeschäftigungsstagnation, könnte man sagen. Die Economy wird flatline, also praktisch, die wird so nicht mehr wachsen, aber auch nicht schrumpfen, aber dann 24 kommt die Inflation zurück. Vielleicht ist das, was uns droht. So eine, das, was wir jetzt schon sehen, wir haben sehr niedrige Arbeitslosenquoten, aber dennoch die Wirtschaft läuft irgendwie nicht rund, das erleben wir in Deutschland, stagniert oder ist sogar leicht negativ. Und ein Beleg für diese These, die haben wir heute im Empire State Index gesehen, also praktisch aus dem Fed-Distrikt New York, wo wir sehen, dass die neuen Order rückläufig sind, die Shipments rückläufig sind, aber Prices Paid und Prices Received nach oben gegangen sind, also die Kosten, die Preise, die steigen wieder, aber die Aufträge, die eigentliche Wirtschaftstätigkeit nimmt ab. Der Empire State Index mit dem minus 19 belastet hat dann heute auch das gesamte Sentiment eben diese Warnung von Fitch in einem CNBC-Interview, wo man sagte, naja, also könnte es sein, dass wir Dutzende von Banken, US-Banken abstufen müssen, inklusive JP Morgan, also den Dickfisch unter den Dickfischen. Und etwas merkwürdige Begründungen, die ich so nicht wirklich kapiert habe,
Sei es drum, jedenfalls sehen wir da natürlich den Effekt, letztendlich einen verzögerten Effekt dieser Zinsanhebungen. Hier mal in dieser Grafik wie so ein Eisberg. Man sieht jetzt so die Spitze des Eisbergs, was die Auswirkungen der Zinsen betrifft, aber vieles liegt noch unter Wasser, kann man nicht sehen. Und für viele Banken ist das ja problematisch, dass die Renditen weiter steigen. Wir hatten ja diese Bankenkrise in den USA eben aufgrund der gestiegenen Renditen und der massiven Buchverluste, die man hatte mit Anleihen, die man in der Nullzinsphase gekauft hat. Hier sehen wir nochmal, by the way, meine Damen und Herren, wie jetzt hier die Lage ist, viel rote, muss man sagen. Vor allem die Banken links unten, JP Morgan, Bank of America, wie sie alle heißen. Wir sehen selbst Tech, weitgehend im Minus, Google, Amazon, Tesla, eine Apple, eine Microsoft ist mehr oder weniger unverändert. Nvidia heute nach der zweiten Kaufempfehlung, gestern JP Morgan, heute was Oppenheimer oder ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall wieder eine Kaufempfehlung. Vielleicht will man da vor den Zahlen von Nvidia die Privatinvestoren nochmal bewegen, ihnen die Aktien abzukaufen, die viel zu teuer sind. Wir werden sehen. Wir sehen hier jedenfalls S&P 500 minus 0,7, Dow Jones minus 0,7, Nasdaq noch der bessere Index, Russell auch heute wieder unter Druck. Der ist gestern schon gefallen. All das in einer Situation, wo jetzt die Investoren so wenig bärisch sind, wie übrigens seit Februar 2022 nicht mehr. Wenn man mal alles zusammennimmt, also Growth Expectations, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln? Cash Level, wie viel ist investiert im Markt, wie viel hält man an Cash Reserve und Equity Allocation, also wie stark ist man dann investiert, wie viel Cash hat man und wie positiv oder negativ ist man in Sachen Wirtschaft. Wir sehen jetzt die größte Positionierung im Tech-Bereich seit 2021. Also alle sind jetzt drin. Und drin ist auch natürlich Warren Buffett, dessen Portfolio bei Berkshire jetzt zu 51% aus Apple besteht. Und Apple ist ja durchaus jetzt von den Hochs ein bisschen runtergekommen. Also das ist natürlich ein Klumpenrisiko, was dieser gute Mann hier eingeht. Und der wettet jetzt auf 3 Homebuilder, also auf 3 Bauunternehmen in den USA. Wir haben heute gesehen, dass das NHB Haus, Homebuilder Sentiment, das erste Mal jetzt in diesem Jahr rückläufig war, ist relativ deutlich gefallen, überraschend, hatte keiner so richtig auf dem Zeiger, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir jetzt zum Beispiel Hypothekenzinsen über 30 Jahre ist jetzt im Durchschnitt bei 7,2%. Es gibt einige Bundesstaaten in den USA, da sind wir sogar über 8%. Das heißt, das ist praktisch so unerschwinglich wie noch nie in 2008. Also kurz vor Platzen der oder kurz vor der Finanzkrise war der Hochpunkt bei diesen 30-jährigen Mortgage Rates bei 6,63. Wir sind also hier deutlich drüber. Ob das gut gehen kann, das werden wir sehen. Ob es für die Aktienmärkte gut geht, werden wir auch sehen. Wir sehen jetzt eine bärische Divergenz bei den Aktien, nämlich wenn man den Index, den S&P 500 vergleicht mit den Aktien, die über dem 200-Tages-Durchschnitt sind, dann sehen wir, dass das deutlich weniger ist. Es sind also die wenigen Aktien, die das Ganze wieder getrieben haben und all jetzt, oder die Frage richtet sich natürlich da, wie geht es mit der Inflation weiter? Und wir haben heute aus Kanada Inflationsdaten bekommen, die deutlich höher waren als erwartet. Und interessanterweise, ein Punkt sind die gestiegenen Hypothekenzinsen, die wiederum inflationär wirken. Und deutlich höhere Inflation sind 0,6 statt 0,3% erwartet. Das ist schon ein Schluck aus der Pulle. Und diese Dame, die Sie hier sehen, das sind immer mehr Videos, die in Social Media jetzt auftauchen von Kanadiern, die sagen, ich kann mir das Leben nicht mehr leisten, ich arbeite, ich mache alles. Aber ich bin verzweifelt, weil einfach die Preise so extrem teuer sind. Das dürfte auch die Litanei vieler Amerikaner sein. Und bei uns, hier haben wir so unsere Probleme. Hier ein Unternehmer, mittelständischer Unternehmer, der sagt, wir haben hier halt letztendlich einen totalen Mangel an Pragmatismus und deswegen würde ich, wenn ich die nächste Investitionsentscheidung treffe, in die USA gehen. Da ist man pragmatischer. Da ist alles nicht ganz so ideologisch und dann auch die Frage, die AfD ja mit Umfragerekorden und dann sagt er, ja, ich würde diese Partei nie wählen, geht mir auch so, by the way, aber sei es drum, es ist, glaube ich, dass den Menschen auffällt und auch sie abstößt und wütend macht zu erkennen, dass der Pragmatismus in der Politik fehlt. Politische Korrektheit, Mainstream-Ansichten sind für den Mittelstand eben nicht immer hilfreich. Er beklagt hier natürlich auch wieder die hohen Strompreise.
Und sagt, also es ist den Politikern nicht klar, dass unsere erneuerbaren Energien, das, was wir dafür brauchen, Materialien etc., alles aus dem Ausland kommt. Wir kaufen das teuer ein, verzichten aber letztendlich auf unsere Infrastruktur oder fahren die relativ zielgerichtet gegen die Wand. Und was so ein bisschen symptomatisch ist, ist das, was der guten Annalena Baerbock passiert ist. Da hat man ja ein paar hunderttausend Liter Kerosin mal abpumpen müssen, also in die Umwelt emittieren müssen, gell? Weil die gute Annalena einen Speer und ein Fischernetz zurückgeben wollte auf den Fidschi-Inseln. Australien, Neuseeland waren noch auf dem Programm. Ist so ein bisschen symptomatisch, was da passiert. Man ist nicht mal in der Lage, einen Staatsbesuch zu machen. Dann hat sich Boris Palmer heute zu Wort gemeldet und hat gesagt, Einwanderung von Arbeitskräften unterbinden, aber Transferempfänger aufnehmen, 4-Tage-Woche, noch mehr Vorschriften, Kohlekraftwerke, ewige Genehmigungsverfahren, Gender und all diesen Geschichten statt Leistungsprinzip. Ja, ich glaube, das bringt es auf den Punkt, einer der wenigen Grünen oder Ex-Grünen, die das mal wirklich auch so formulieren. Und einer der Problembereiche, die wir haben, ist natürlich die Baubranche. Hier der Chef der deutschen Bauindustrie, der sagt, die Lage in der Branche ist dramatisch. Es kommen keine Aufträge mehr rein, weder im Neubau noch in der Sanierung. Hausbesitzer, Wohnungsunternehmen, Investoren sind maximal verunsichert und dann werden natürlich auch keine neuen Wohnungen entstehen. Und er sagt, vor allem diese Bürokratiewucher. Früher, sagte, haben wir bei neuen Bauprojekten 2 Gutachten erstellen müssen. Jetzt müssen wir 7 erstellen. Also das ist sozusagen eine Verwaltung, die sich selber verwaltet, um dann verwalten zu können. Und solange sich das nicht ändert, wir eine ideologische Politik haben mit einer Bürokratie, die im Grunde an sich selbst schon erstickt, werden wir echte Probleme haben. Diese Probleme sehen wir bereits in Fakten, nämlich eine Pleitewelle. 5 Projektentwickler jetzt in kurzer Zeit insolvent. Das ist eine Immobilienkrise, die hier beginnt zu rollen. Erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Die zweite Artikelempfehlung ist das, was ich vorhin erwähnte. US-Banken könnten bald durch Fitch abgestuft werden. Wir haben ja von Moody's schon Abstufung einiger Banken. Wir haben von Fitch die Abstufung der US-Bonität insgesamt. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung, bevor ich mich empfehle, ist, nehme ich, die Investoren sind so wenig bärisch wie zuletzt, vor im Februar 2022, also bevor die Fed die Zinsen angehoben hat, auch das sehr, sehr sprechend, was da sozusagen inzwischen sich ereignet hat. Diese drei Artikel empfehle ich und sage jetzt Servus, ciao.